Guten Tag, guten Abend oder was auch immer, meine Damen und Herren. Heute geht es um ein sehr schönes Thema, denn mein PC hat über Nacht gedacht, er sei ein Commodore 64. Zumindest ließ das Bild es danach vermuten und ich dachte, meine Hardware sei am Arsch. Mainboard, Grafikkarte. Ich hatte noch kurz versucht, dies zu reparieren ohne Erfolg, ließ den Rechner dann eine Zeit lang aus. Dann war zwar das und versuchte auch das mit dem Treiber nochmal, der gerade zur Verfügung stand, nochmal gerade zu biegen, leider ohne Erfolg. Und das Problem lag, ich dank Lord Akuma-san, eine Grüße an dich hier aus der Redaktion, erfahren durfte, lag es an den Grafikkartentreiber Version 397.64, passend zur Pixeloptik, die meine Grafikkarte da teilweise dann wiedergab. Und ja, wie ihr das Ganze jetzt fixen könnt und warum ihr vorsorgen solltet und das aktuelle Grafikkartending wieder deinstallieren könnt, damit euch das nicht passiert, zeige ich euch jetzt. Und zwar nochmal ganz kurz, hier sehen wir den aktuellen Treiber mit der Kennzeichnung. Den wollen wir loswerden. Ja. Lese ich jetzt mal und gehe dafür dann mit der Tastenkombination Windows plus X hier drauf und wähle dann Gerätemanager. So, jetzt wähle ich hier drunter meine Grafikkarte aus und drücke dann Deinstallieren. Wenn das passiert ist, warten wir kurz. Das mache ich jetzt hier nicht, weil ich habe das Problem schon gehabt und ja, zeige euch jetzt nur noch, wie es praktisch theoretisch funktioniert. Nachdem wir also die Grafikkarte deinstalliert haben, wird sich das Bild neu aufsetzen und ihr habt praktisch wieder ein normales Bild. Das wird sich auf Standard. In Lord Akumas Thumbfall war es so, dass die Grafikkarte hier wieder neu erschienen ist und er dann den neuen Treiber bzw. den älteren Treiber wieder installieren konnte. In meinem Fall musste ich den Rechner dafür erstmal neu starten. Das dürfte aber je Rechner unterschiedlich. Kommen wir zu dem Grafikkartentreiber. Den finden wir, wenn wir bei Google Nvidia Treiber Archiv eingeben. Dann gehen wir hier hin. Dann suchen wir uns den Typen aus, den wir haben. Ich habe jetzt GeForce. Dann die 600er Serie und die 680er ausgewählt. Dann noch das System Windows 10 64-Bit und Search. Dann zeigt er uns jetzt hier die aktuellen Grafikkartentreiber an. Ich habe jetzt diesen hier ausgewählt, runtergezogen. Ja, akzeptieren, runterladen. So, bei mir ist der Grafikkartentreiber jetzt runtergeladen. Sollte das bei euch passiert sein, solltet ihr jetzt spätestens dann die Grafikkarte aus eurem Gerätemanager deinstallieren und solltet dann jetzt Doppelklick auf den Treiber machen. Wenn ihr das Ganze deinstalliert habt, habt hier einen Part vorgeschrieben, könnt ihr auf OK drücken. Und dann wird sich die Karte praktisch, also der Treiber für die Karte praktisch selber installieren. Alles weitere wird euch dann auch erklärt. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.